So, und damit herzlich willkommen zurück zu Harveys neue Augen. Wir sind hier stehen geblieben und ja, wir servieren einfach mal den beiden netten. Lilly hatte bereits Okay, nehmen wir nur eine Tasse. Das geben wir Dr. Marcel. Psst, Lilly, denk an das Serum. Okay. Der Wahrheitstee. Dann bekommt das die Ignaz. Lilly, du ungeschickter Nichtsnutz. Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte, dann würde ich es Aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee, ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Ich weiß nicht. Psst, sprich mich nicht an. Schütte der Oberin einfach das Wahrheitsserum in den Tee. Ich hab keins mehr. Du hast das Fläschchen mit dem Tollkirschenextrakt doch noch, oder? Nein! Perfekt, ich wusste, auf dich ist Verlass. Neuen Tee zu servieren war ja kein... Aber wo... Ja, ich weiß ja jetzt nicht, was ich machen soll. Trödel nicht rum. Haben Sie Geduld. Lilly wird ihre Aufgabe... Meine neue Methode ist unfehlbar. Du weißt, was du zu tun hast. Tu es. Ja. Warte mal. Wir laden einfach mal. So, mal gucken. Was ist, wenn wir... Das Serum reichte nur für eine Tasse. Diesmal wollte Lilly... So. Psst, Lilly, denk an das Serum. Ach, Mann. Dieses Rätsel war bereits gelöst. Ja. Lilly, du ungeschickter Nichtsnutz. Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte, dann würde ich es Aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee, ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Ich weiß nicht. Können wir mit die der Pflanze reden? Die Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Aber was tut sie denn da? Gehört das etwa auch zu ihrer Konditionierung? Keine Sorge. Sie steht unter Hypnose und kann keinen Unsinn mehr anstellen. Der lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lilly ein wenig mit ihm spielen durfte? Reden wir mit Dr. Marcel. Du weißt, was du zu tun hast. Tu es. Kann man gehen?
geht wahrscheinlich nicht, oder? Was? Wir können gehen? Okay, warum funktioniert das? Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Ja? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Genau. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Warum sollte Lilly nach Geheimtüren suchen? Immerhin kannte sie bereits zwei andere Wege in Garretts Geheimraum. Warum müssen wir das mal rumspielen? Du sollst verhindern, dass das Kind versucht, vor der Therapie zu flüchten. Wenn möglich mit Gewalt. Hast du deine Taserpistole noch? Andererseits hatte Garrett bisher selten daneben gelegen. Lilly würde es auf seine Weise probieren. Na, warte mal, wir haben hier Tollkirschen. Kann man hiermit irgendwas machen? Neuen Tee zu servieren. Aber wo? Hier, an den Haken. Na, Mann! Hallo Lilly, du willst doch. Nein. Okay, warte mal. Ich mach mal ein weiteres Mal hier die Musik etwas lauter. Leiter. Du sollst nicht lügen. Leise. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Was ist, wenn ich das hier, die Fackel hier in die Halterung packe? Ich kann die Fackel nicht... Es ist schon wieder so, es ist schon wieder so. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht lügen. So. Weiterspielen. Die Oberin. Okay, jetzt geht wieder alles. Ich weiß nicht, das Spiel ist manchmal so verbuggt. Das ist wirklich sehr verbuggt. Ja, jetzt. Jetzt geht's wieder. Hier in die Alterung? Mehr Licht ins Dunkel bringen können. Leider war die Fackel aus. Lilly war trotzdem stolz, so viel über die Funktionsweise von Fackeln zu wissen. Oh komm, als ob das Licht an sein soll. Bist du denn blöd oder so? Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Kann ich das? Gut, dass die Oberin Hornhaut auf der Zunge hatte. Der Tee war bereits sprühend heiß. Gut, dass die... Okay, cool. Jetzt haben wir... Ha! Okay. Cool. Sehr schön. So, ein weiteres Mal. Hier bitteschön, Frau Oberin. Warte mal, machen wir. Du sollst nicht lügen. Huch! Zotti! Oh, Zotti! Was habe ich dir nur angetan? Lassen Sie alles raus. Ein Jammer, dass ich meinen Notizblock nicht dabei habe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Lilly wollte sie lieber nicht ansprechen. Zotti. Oh. Ein Jammer. Die Erwachsenen. Ja, okay.
Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Ja, das sind alles die Verbote, die ich schon kenne, mein Lieber. Du war jetzt zum Treppenhaus? Warum sollte Lilly nach Geheimtüren suchen? Immerhin kannte sie bereits zwei andere Wege in Garretts Geheimraum. Warum müssen wir hier gleich nochmal rumstehen? Wir sollen verhindern, dass das Kind, wenn möglich... Hast du dein... Okay, es geht immer noch nicht. Was können wir noch machen? Können wir uns eine Teetasse weiter wiederholen? Ich weiß nicht, ob wir sie überhaupt noch brauchen. Lilly hatte bereits... Wir hatten gar keine Tasse. Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro, direkt neben dem Außenkamin. Ja. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssten dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Nein. Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert, und vernichte ihn. Okay. Was? Du sollst nicht mit Feuer spielen, Boogie. 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 Oh Gott! Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Ja, also